Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Das ist hier schon wie im Urwald. Heute werden wir meine beiden Elefantenfußpflanzen, die ihr ja schon kennt, in die Hydrokultur umpflanzen. Das soll bei diesen Pflanzen besonders gut sein, da sie auch recht viel Wasser brauchen. Ja, fangen wir an, befreien wir sie von der Erde und dann geht's weiter. Fangen wir am besten mit der Kleinen an. Die haben bei mir aktuell nicht so ein krasses Wachstum, also schon, dass man es merkt, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, eine der schnellst wachsenden Pflanzen schlechthin. Und ich habe gehört, dass es in der Hydrokultur extrem schnell Fortschritte geben soll. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Zumindest ist es nicht schädlich. Ja, ihr seht schon, das Wurzelsystem ist recht klein. Ich werde jetzt die andere auch noch mal rausholen und dann spüle ich sie. Hier ist das Wurzelsystem wesentlich ausgeprägter, wie ihr sehen könnt. Ich werde übrigens die Wasserkultur für meine Pflanzen wählen, wo das Wasser permanent drin steht, zu einem Drittel der Wurzeln. Ja, und ich werde das Wasser nehmen, was ich auch für meine Orchideen benutze, mit dem Leitwert von 100. Für die Orchideen sagt man ja 100 bis 300 ist perfekt. Das schadet denen hier auch nicht. So, jetzt spüle ich die. Wir sehen uns gleich wieder. So, die beiden sind gespült. Fangen wir mal mit der Kleinen an. So, ihr seht die Wurzeln. Ich nehme jetzt einfach so einen Plastikbecher. Müsste passen. Ja, sehr schön. Dann gebe ich den Ton mit rein. Also diese ganz normalen Hydrokultur-Blähtonkugeln. Die habe ich gewaschen und auch schon eingeweicht. Schüttel zwischendurch nochmal, hebt sie so ein bisschen raus, dass auch wirklich überall ja, das Tongranulat hinkommt. Soll der Pflanze auch Halt geben. Der Körper selbst sollte oberhalb sitzen, damit es nicht anfängt zu faulen oder schimmeln. Der sollte also nicht
grundsätzlich nicht von Substrat bedeckt sein. Natürlich, wenn ein bisschen da dran kommt, ist nicht schlimm, aber es geht halt um den Großteil des Körpers. Ja, so würde ich das jetzt lassen. Und auch hier würde ich jetzt wieder ein Drittel mit Wasser bedecken, der Wurzel. Erst ist fertig. Ich hoffe, ihr seht das. Da sind die Wurzeln und es ist ungefähr ein Drittel davon bedeckt. So, jetzt kommen wir zu der zweiten. Mal schauen, was ich für die für ein Behältnis nehme. Aber ich glaube, das gleiche. Das müsste passen. Oder ich nehme doch das Glas. So, auch das wäre erledigt. Jetzt wieder Wasser rein. Ja, ich werde es jetzt so belassen. Es wäre halt schön gewesen, wenn das Glas noch ein bisschen breiter wäre, aber dann pflanzen wir es halt nochmal um. Ja, auch diese Pflanze kann man in Hydrokultur halten und zwar sehr gut. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie sich meine beiden da drin fühlen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst mich doch gerne wissen, ob ihr eure Pflanzen auch schon umgestellt habt oder vielleicht sogar immer schon in Blähton hattet. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.